Tag auch, hier ist Marius aus Hamburg. Bevor ich meinen im letzten Video erwähnten Gewinn aus der Hobby-HiFi auch benutzen kann, will ich natürlich ausloten, was das Zeug so drauf hat. Dafür werde ich im nächsten Video die Thiele-Small-Parameter messen, mit denen ich dann im übernächsten Video eine Gehäusesimulation mit AJ Horn durchführen kann. Das Ganze hat Hobby-HiFi bei dem Chassis natürlich auch schon mal gemacht. Die Messergebnisse habe ich ja in meinem letzten Video schon in die Kamera gehalten. Jetzt habe ich natürlich nicht nur ein gleiches, aber nicht dasselbe Chassis bekommen, was Hobby-HiFi zuvor getestet hat. Deswegen besteht noch die Möglichkeit, dass die Parameter von meinem durch Fertigungstoleranzen etwas abweichen. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass meine Messwerte etwas abweichen, weil ich eine andere Messmethode verwende. Hobby-HiFi misst ganz oldschool, manuell mit Sinusgenerator und Multimeter. Ich verwende einen PC mit der Software LIMP aus dem Paket ARTA vom kroatischen Elektrotechnik-Professor Dr. Ivo Marteljan. Dafür habe ich mir nach der Anleitung in der Hobby-HiFi 5 2009 ein entsprechendes Messkabel gebaut. In diesem Video hier zeige ich die Vorbereitung. Bevor ich messen kann, wird das Chassis zur Sicherheit 24 Stunden lang eingespielt. Ob sowas wirklich notwendig ist, darüber streiten sich allerdings manche Experten. Ich selbst habe jedenfalls schon leichte Unterschiede in den Parametern feststellen können, zwischen eingespielt und nicht eingespielt. Ist ja auch völlig logisch, die federnden Elemente in der Mechanik werden mit der Zeit etwas weicher. Deswegen weichen auch die Parameter auf. Bei der Firma Visaton hat man über die Auswirkungen durch die Parameterabweichung mal eine Untersuchung durchgeführt. Hier der Link auch zum Draufklicken. Und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Unterschiede im eingebauten Zustand sehr gering sind. Sie bewegten sich bei etwa einem dB. Damit mein neues Chassis beim Einspielen im Keller nicht so alleine ist, habe ich noch einen Subwoofer von einem Kollegen und einen Billigtieftöner mit dazu geschaltet. Zugegeben, ein etwas ungleiches Team. Nach dem Messen entscheidet sich dann, ob das Gehäuse, was ich mit den Messwerten von Hobby-HiFi schon simuliert habe, so bleiben kann oder verändert werden muss. Die Testkandidaten sind der AMG Stageline SP10-250 Pro, ein PA-Tieftöner mit nominell 25 cm Durchmesser, also 10 Zoll, aktueller Preis 130 Euro. Der DYH810 von Konrad Elektronik, damals für 8 Euro gekauft, heute für 11 Euro erhältlich, jetzt zum Beispiel auch bei Pollen Elektronik für 10 Euro, mit nominell 20 cm Durchmesser, also 8 Zoll. Und der Hyphonix Zeus oder vielleicht Zeus, weil er ja aus Amiland kommt, HZ12. Einen nominell 30 cm durchmessenden K-HiFi-Subwoofer, also 12 Zoll, den ich mir von einem Kollegen ausgeliehen habe. Dieses Chassis ist inzwischen nicht mehr erhältlich, wurde aber seinerzeit nach meinen Recherchen im Netz, ein Eintrag im Motortalk-Forum von 2003, angeblich für unverbindliche 250 Euro vertickt. Mein Kollege fragte mich dazu jedenfalls: Ich habe da noch so einen 12 Zoller rumliegen, den ich jetzt in der Garage damit anschließen will. Wie groß muss denn das Gehäuse am besten sein, in das ich den einbaue? Das kommt drauf an, was er für Parameter hat. Weiß nicht, es muss nichts Dolles werden, da soll halt einfach ein bisschen Wumms rauskommen. Bring mal mit, ich messe ihn dir durch und simuliere ein passendes Gehäuse, sonst wird das doch nix. Bleibt noch die Frage, warum messe ich eigentlich das Billigchassis? Die Serienstreuungen in den Parametern müssen noch so groß sein, dass es schwierig sein könnte, zwei annähernd gleiche zu finden. In der Tat, ich habe davon zwei und hatte sie vor circa 2 Jahren schon mal durchgemessen. Die Unterschiede zwischen ihnen waren teilweise recht groß. Die Membranmassen unterschieden sich zum Beispiel um mehr als 25%, nämlich 19,7 Gramm und 25 Gramm. Aber mich interessiert, ob die Parameter sich über die Zeit verändert haben.
Einsetzen wollte ich die beiden dann als Passivmembranen im Subwoofer, den ich mit dem Chassis vom AMG Stageline bauen will. So zumindest bisher der Plan. Dabei sind die Parameter der Billigpappen nicht ganz so wichtig, da ich für das Erreichen der passenden Abstimmfrequenz sowieso eine zusätzliche Masse an der Membran anbringen muss, die ich mit Hilfe von weiteren Messungen dosieren kann. Ich zeige nochmal den Testaufbau bei mir im Keller. Befeuert wird das Ganze von einer 400 Watt Subwoofer Endstufe von Rekorn und einem DVD-Player, in dem eine CD mit einem 60 Minuten langen 15 Hertz Sinus in Endlosschleife läuft. Ich habe hier mal bei jedem Chassis mein Multimeter angeschlossen, um die anliegenden Spannungen zu messen. Hyphonics und Konrad sind in Reihe zueinander geschaltet. Zusammen sind sie parallel zum AMG Stageline angeschlossen. Die Strommessung habe ich zwar nicht gefilmt, aber der Gesamtstrom aus dem Verstärker war 740 mA. Wer jetzt der Berechnungsmethode der Augenblicksleistung P von T gleich U von T mal I von T mächtig ist, kann sich jetzt leicht ausrechnen, ob die Endstufe sich nicht vielleicht doch langweilt. Warm genug, um sie nicht dauerhaft anfassen zu wollen, wird sie jedenfalls. Aber ob es schon reicht, sich ein Spiegelei zu braten, bezweifle ich. Warum sieht man die Membranbewegung manchmal nicht richtig? Dazu ein kleiner Exkurs in die angewandte Elektrotechnik. Das Video ist mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Die Membranen schwingen mit 15 Hertz. Durch Ungenauigkeiten im Timing erwischt die Kamera die Membranen doch nicht immer beim gleichen Auslenkungspunkt, sondern wir sehen hier quasi eine Schwebung. Genau genommen ist es der Alias-Effekt, da ich das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem nicht eingehalten habe, weil meine Abtastfrequenz theoretisch exakt doppelt so groß ist wie meine Signalfrequenz. Für eine bessere Videoaufnahme hätte ich also mit einer niedrigeren Frequenz einschwingen lassen müssen. Diese drei Karpaiken schwabbeln jetzt also 24 Stunden bei mir im Keller rum, bevor sie dann bummelige 24 Stunden später mit einem gestuften Sinus, deswegen Steps der Name vom Programm, durchgemessen werden. Aber das seht ihr im nächsten Video. Tschüss, bis denn dann. Einen habe ich noch. Woran erkennt man ein Billigchassis? Zum Vergleich die beiden teuren Chassis. Die Körbe resonieren zwar auch, aber klingen schnell ab. Nochmal zum Unterschied. Diese Resonanzen hast du hinterher alle mit in der Musik, aber falls der Billigheimer mal den Geist aufgibt, kann er noch eine Karriere als Essensglocke starten.